Hallo Sivus-Fans, wir fahren jetzt raus nach Bargeshagen zur Trainingsanlage, sprechen unseren Headcoach zum letzten Spieltag, zum kommenden Spieltag, fangen noch ein paar Stimmen ein von Zwant zu seinem Spiel und haben eine gute Zeit. Kommt mit! Moin Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg oder zu beiden Siegen am Doppelspieltag. Wie ist die Stimmung aktuell im Team und wie ist deine persönliche Stimmung nach diesen beiden Siegen? Stimmung ist und war gut. Hilft natürlich immer zu gewinnen, aber wir wissen auch um den Weg, der noch zu gehen ist. Und von daher haben wir eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre, mit Ausnahme von gestern, wo wir das Training abbrechen mussten, aber das lag ja nicht in unserer Hand. Ganz kurz deinen Eindruck zu den beiden Spielen. Im letzten Spiel, jetzt am Wochenende, war die zweite Halbzeit ja mal eine andere zweite Halbzeit, als wir es die letzten Wochen gesehen hatten. Ich persönlich und auch die Fans und Zuschauer draußen, glaube ich, fanden die zweite Halbzeit einfach gigantisch und auch nochmal Glückwunsch zu der Leistung. Wie empfandest du das letzte Spiel und auch das vorletzte Spiel von der Leistung her des Teams? Wie immer. Ich fand, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Oder nicht wie immer, aber sehr, sehr häufig. Also gerade in den letzten Spielen. Das sieht man auch auf dem Video. Wir sehen, dass wir konstanter werden in dem, was wir tun. Wir sind noch nicht bei 40 Minuten, aber wir werden immer konstanter, sowohl offensiv als auch defensiv. Die Entscheidungen werden besser und den Weg wollen wir jetzt gerne weitergehen. Ich habe auch den Eindruck, dass das eher so eine komplette Mannschaftsleistung war. Da hat jetzt wieder keiner herausgestochen, wo man sagen kann, du hast hier 20 Punkte gemacht, du warst der überragende Mann auf dem Platz. Das war wirklich wieder, jeder hat an einem Strang gezogen. Das war, siehst du das genauso? Also ja, hundertprozentig. Das ist unsere Art, Basketball zu spielen. Wir wollen den Ball teilen. Ich weiß gar nicht, wie viele Assists es waren, aber ich glaube, es waren viele, auch wieder jetzt am Wochenende. Und von daher, wir wollen den Ball teilen, wir wollen den Ball bewegen und dann die beste Option für das Team finden. Und das machen wir momentan sehr gut. Und wie gesagt, auch defensiv sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt am Wochenende steht ein Auswärtsspiel an in Nürnberg. Wie laufen die Vorbereitungen zu diesem Spiel? Ja, wie gesagt, eben schon gesagt, gestern hatten wir hier eine kleine Evakuierung. Zum Glück ist niemandem was passiert. Von daher alles gut. Aber ansonsten, wie zu jedem anderen Spiel auch, wir bereiten uns sehr konzentriert darauf vor. Nürnberg ist, glaube ich, eine sehr gute Mannschaft. Gerade zu Hause spielen sie sehr, sehr stark. Sie verteidigen sehr, sehr physisch. Sie wollen im Angriff ihre vorher ausgemachten Mismatches attackieren. Also sie bereiten sich sehr, sehr gut und intensiv auf Gegner vor. Und da geht es für uns darum, zum einen das nicht zuzulassen, defensiv jetzt von uns gesprochen, und offensiv die Ruhe zu bewahren, die weiter den Ball zu bewegen, wie wir das in den letzten Spielen auch getan haben, und dann die richtigen Lösungen zu finden. Inwiefern beeinflusst so eine lange Busfahrt bis nach Nürnberg die Vorbereitung oder auch das Spiel? Also wahrscheinlich hat es schon einen Einfluss irgendwo. Aber wir versuchen den Einfluss möglichst zu minimieren, indem wir dann einen Tag eher fahren, indem wir dann abends in Nürnberg noch kurz trainieren, dass wir die Fahrt eben ein bisschen aus den Beinen kriegen, um uns optimal aufs Spiel vorzubereiten. Ja, am Ende die Situation ist, wie sie ist und wir als Team versuchen uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir beeinflussen können. Die Fahrt können wir nicht beeinflussen, von daher, das nehmen wir, wie es kommt und versuchen das Beste draus zu machen. Alles klar, dann gute Fahrt, viel Erfolg und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Danke auch. Bei mir ist der Zwante, der am vergangenen Wochenende das erste Spiel und die ersten Punkte für die Seawolves gemacht hat. Zwante, ganz kurz dein Eindruck zum Spiel, zu deinem Spiel, zum Gesamtspiel, zu den Zuschauern. Was hast du empfunden in dem Moment, als du auf den Platz gekommen bist und gepunktet hast? Es war natürlich erstmal ein sehr gutes Spiel vom Team. Der Moment, wo ich dann auf den Platz kam, war natürlich auch super. Die Halle wurde auf einmal richtig laut. Ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man dann auch so willkommen wird. Und dass der erste Wurf dann auch natürlich reingeht, ist vielleicht ein bisschen Glück dabei. Aber generell bin ich doch schon zufrieden mit meinem ersten etwas längeren Einsatz. Und vor heimischer Kulisse ist natürlich nochmal was ganz Besonderes.
Alles klar. Danke für die Worte.